Eine 28 Kilometer lange Straße ist in drei unterschiedlich lange Strecken eingeteilt. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der beiden äußeren Strecken beträgt 16 Kilometer. Wie viel Kilometer beträgt die Länge der mittleren Strecke? Hier ist diese 28 Kilometer lange Straße, die in diesen drei Strecken eingeteilt ist. Der Abstand zwischen diesen zwei Mittelpunkten M1 und M2 beträgt 16 Kilometer. Wir suchen diese Länge x. Wir bezeichnen diese Länge mit y und diese Länge mit z. Wir erkennen y plus x plus z gleich 16 und 2y plus x plus 2z ergibt 28. Aus der ersten Gleichung schließen wir, dass x 16 minus y minus z ist, also x gleich 16 minus y plus z. Woraus wir schließen, dass y plus z gleich 16 minus x ist. Aus der zweiten Gleichung schließen wir, dass x gleich ist zu 28 minus 2y minus 2z, also 28 minus 2 mal y plus z. Dieses y plus z kann durch 16 minus x ersetzt werden, woraus wir schließen, dass x 28 minus 32 plus 2x sein muss und die Lösung dieser Gleichung ist 4. Also die Endantwort auf die gestellte Frage lautet 4.